Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Plays Bug Favorites. Hi. Geht Vorbereitung abgeschlossen sind? Ja, das mache ich. Team Schlangenschlund. Können wir euch behilflich sein, Königin Vanessa? Während ihr euch ins Termitenreich gewagt habt, habe ich selbst ein paar Nachforschungen angestellt. Ich glaube, der Wespenkönig verbirgt etwas, die Quelle seiner Kraft. Sie liegt wahrscheinlich in seiner Krone. Hm? Wie soll eine Krone jemanden stärker machen? Bevor ich das erkläre, möchte ich euch das hier geben. Oh, sick. Die Wespenkönigin hat euch die Flammenbrosche anvertraut. Was ist das für ein Amulett? Es fühlt sich so warm an. Das ist das königliche Erbstück des Wespenreiches. Meine Mutter gab es mir und sagte, ich soll es unter allen Umständen beschützen. Königin, ist es wirklich in Ordnung, dass wir das erhalten? Ja, natürlich. Dieses Emblem hat mich nämlich die ganze Zeit beschützt. Ich verstehe nicht, wie das helfen soll. Dieses Amulett ist magisch. Ich weiß nicht wie, aber es hat mich immer vor den Flammen des Wespenkönigs geschützt. Ich bin kein Kämpfer, aber ihr werdet es wahrscheinlich mehr brauchen als ich jetzt. Wir werden es beschützen. Es ist eine Ehre, mit einem königlichen Schatz betraut zu werden. Seid vorsichtig und schlag diesen Thronräuber in die Flucht. Yeah. Und damit heiße ich auch euch im letzten Kapitel willkommen, Kapitel 7, der immerwährende Sprössling. Außerdem wird mein Logbuch aktualisiert und wir schalten eine Errungenschaft frei, weil wir nun mal jetzt im letzten Kapitel rumeiern. Im Lande der Riesen. Ups. Wahrscheinlich sowas wie wartet oder so war das jetzt gerade. Göttin Venus, was ist denn los? Hört zu, das ist sehr wichtig. Ich habe eure Reisen durch meine Knospen verfolgt. Aber hier ist meine Grenze. Ich kann euch ab hier nicht weiterhelfen, dann seid ihr auf euch allein gestellt. Wir spüren eine starke Blutrünstigkeit, die aus dem Gebiet vor uns kommt. Ja, hier beginnt das Ödland. Ekelhafte, abscheuliche Kreaturen durchstreifen das Gebiet, in dem Riesen einst lebten. Sie sind stärker als alles, was ihr in Bugaria finden werdet. Ich kann mir nicht erklären, warum sie nie versucht haben, in unser Land überzutreten. Die Kakerlaken haben solchen Schrecken getrotzt, nur um dem ewigen Sprössling zu verstecken. Ergibt Sinn, oder? Es ist die ultimative Herausforderung. Das ist kein Spiel, ich meine es ernst. Wir meinen es auch ernst. Hier geht es nicht mehr um Schätze. Der Wespenkönig scheint entschlossen zu sein, jenseits aller Vernunft weiterzumachen. Auch wenn es gefährlich ist, können wir es nicht riskieren, dass er mit seiner Suche Erfolg hat. Ja, wir können ihn nicht umherstreifen lassen. Um jedermanns Willen. Oh, bitte seid vorsichtig. Ich habe euch alles so lieb gewonnen. Wenn ihr Heilung braucht, fragt mich einfach. Später kann ich wirklich nicht mehr helfen. Danke. Alles klar, Team. Wir holen uns den Idioten. Ich wollte gerade sagen, und dann verpufft sie, aber ja gut, sie steht ein Stückchen weiter da links daneben. Bisschen unheilvoll anmaßend hier, ne, anmutend, aber mein. Schön hier. Das ist das Gimmick, dieses Ding da. Beobachtet den Raum. Ziemlich, kann ich, töte ich euch? Nein, ich töte euch tatsächlich, selbst mit dem Hinfort-Dingens muss ich kämpfen. Das ist schon krass. Echte Monster sind mit den Geschichten auf dem Norden nicht zu vergleichen. Was für eine Feuerkraft. Team, konzentriert euch darauf, sein Gift abzuwehren. Leif, grab es wieder aus, wenn es sich eingräbt. Das gräbt sich ein. Und weiß. So. Aber ja, für einen normalen Gegner, dass der 33 HP hat, ist schon heftig. Also,
man ja sagen. Ich wünschte ja, die würden darauf reagieren, dass Kamu da eben zweimal angegriffen wurde. Das habe ich zwar noch nie. Bestimmt habe ich bestimmt irgendwann mal gesagt, aber explizit noch nie drauf eingegangen, aber ich werde ja öfter getroffen, ne? Als einmal. Und das wäre ganz cool, wenn dann mein Buff auch öfter gehen würde. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Okay, nein. Schade. Dann machen wir es einmal so. Ihr habt ja gesehen, mache ich das so, versucht das Ding mir einen auf den Kopf zu werfen. Und interessanterweise, obwohl das jetzt derselbe Gegner ist, gefühlt vom Spiel her, ist es halt nicht derselbe Gegner. Bei Elisabeth, betrachtet das Ding, das diese Kreatur abgeworfen hat, unseren Kampf etwa als ein Spiel? Eine Flucht könnte eine gute Idee sein. Tja, das Ding hat mächtige Nah- und Fernkampfangriffe, wir werden alles geben müssen. Ja, also, ich will hier schon mal nicht gesehen werden, weil das ist nervig und kostet viel. Viel Ressourcen im Endeffekt, weil entweder heile ich mich dazu noch, ne, oder ich benutze viele GP. Diese, Kabupen, das ist nicht gut. Wow. Jesus Christ. Gut, ich glaube, damals habe ich zu dem Zeitpunkt den Hard Mode nicht mehr gespielt. Das macht es halt hier nicht besser, ne? Aber holy moly. Naja. Kostet mich ja kaum was. Heile uns bitte, danke. Es gibt noch einen Gegner, den wir treffen müssen. Von diesen Ödländern hier zumindest. Das heißt aber, ich kann das Ding hier rausnehmen, weil hilft mir leider nicht. Erleichtert die Flucht, ist egal. Naja. Können wir einfach fliehen. Das, na, die Kämpfe lohnen sich für mich eh nicht mehr. Kann ich einfach abhauen. Aber ja, das ist. Das wäre zu riskant. Naja. Ich meine. Ja, ist irgendwie richtig. Und irgendwie auch nicht. Hat man ja gesehen. Nein. Direkt da reingelaufen, super schlau. Es braucht ja auch so lange, um die Augen aufzumachen. War ja nur. Oh nein. Ja, ernsthaft. Bullshit. Dang it! Gut, wie auch immer. Wir werden jetzt öfter sehen, wie es aussieht, wenn ich fliehen muss. Nice. Positiv gesehen ist allerdings jetzt auch die Tatsache, dass ich... Also mehr als entdeckt werden kann ich nicht. Und ich glaube, mehr Gegner wirft er nicht auf mich drauf. Also, oh, oder vielleicht wirft er noch mehr Gegner auf mich drauf. Ernsthaft? Mitten im Flug? Wow. Zählt das als gewonnen? Ich meine, immerhin ist der Gegner mit mir in den Tod gefallen. Ne? Also prinzipiell haben wir keinen Kampf mehr zu führen. Ah, come on. Aber ja, Kämpfe ab hier. Nö. Nö. Wow. Dö.
Das ist der andere Ödländer, den wir scannen müssen. Also eigentlich heißen sie, glaube ich, Ödländer Alpha, Beta, Gamma oder irgendwas sowas um den Dreh, aber hier heißen sie nur so. Diese ekelhafte Giftschweine-Kreatur ist schlichtweg außerhalb meiner Reichweite. Wie, Leif, ich habe euch noch nie so sehr gebraucht wie jetzt. Der geht vermutlich sogar noch von den HP her, aber kostet alles Ressourcen und Zeit, also nein, danke. Hat er den Stein hochgehoben? Achso, der hat den Stein hochgehoben. Was gut ist. Allerdings habe ich kein Item gefunden, ne? Was schlecht ist. Ah ja, der hat die Hand da drauf. Das ist voll und cool. Ich habe aber auch kein Item gesehen. Dabei würde ich mal glatt behaupten, hier gibt es nicht allzu viel, nennen wir es mal Platz, um ich sag mal, Items überhaupt zu verstecken. Hier im Busch, da im Busch. Jetzt muss ich ein ernstes zurück, weil ich kein Item gefunden habe. Fängt das schon wieder gut an, der Part hier. Hier ist doch nirgendwo etwas. Oh, Floppy Days. Okay. Direkt am Anfang. Ganz toll, Kommi. Ganz toll gemacht, Kommi. Ja, ja. Und deswegen bin ich euer LPR des Vertrauens. Weil ich Items liegen lasse und die dann langsam und nervig erstmal wieder finden muss. Yep. So ist das. 12 Minuten, in denen ich quasi nichts gemacht habe, außer einen Raum betreten. Gut, und wir haben offiziell Kapitel 7 begonnen, ja. Was ist denn jetzt das Problem? Was ist doch dein Stein? Na egal. Ja. Einfach weg. Gut, hier ist auch ein Item. Kommi sollte vielleicht lieber direkt nach unten laufen oder so, ne? Scheinbar Tropfen, wofür? Wo will ich denn hin, dass ich den Tropfen brauche? Hm. Oder vielleicht lenkt sie noch einfach nur wieder ab. Auch das wäre in Ordnung. Einmal, zweimal, dreimal, hey du da. Nein. Also ich kann mir vorstellen, dass mein Grundgedanke gerade richtig war, von da an da rüber fliegen oder so. Ja, frisst das. Also wortwörtlich frisst das, aber frisst nicht uns. Das wäre schon ganz cool. Eine geheimnisvolle Beere gefunden. Stellt 8 KP wieder her? Fragezeichen? Wer weiß. Ja, ich hasse das. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, das Ding wird nur Dingens sehen. Den Punkt, wo sein Auge tatsächlich hinleuchtet, aber nein. Es sieht streckenweise viel zu viel. Was haben wir hier? Statusspiegelabzeichen gefunden. Wenn der damit ausgerüstete Käfer einen Statuseffekt erhält, erhält der Beschwörer diesen Effekt ebenfalls. Das ist
eigentlich ziemlich cool. Darüber. Ist eigentlich ziemlich cool. Aber die meiste Zeit verursache ich ja Gift zum Beispiel selber. Geh weg. Ich will doch so schon eigentlich gar nicht hier sein. Geh weg. Ah, verstehe, verstehe. Bagger, mach dein Ding. Ich hasse dich, Auge. Geh weg. Ich war der Meinung, ich hätte vorhin irgendwie von da hinten einen roten Kristall gesehen. Ah, guck mal. Wow. Nicht mal Leifs Eismagie ist stark genug hierfür und das will schon was bedeuten. Jesus Christ, ey. Einfach so. Roter Kristall. Ah, roter Kristall zum Heilen da, guck an. Oh nein. No, 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 no. Sagen wir jetzt noch hier was? Vielleicht wieder was verpasst? Nein. Ah, schlauer Kombi. Ja, mein Heilkristall, den es nur da gibt bisher. Insgesamt ein roter Kristall im Spiel. Wow. Dieser Ort ist absolut furchtbar. Ich habe schon in heruntergekommenen Kneipen gesungen, die schicker waren als diese. Man sollte sich auch nicht mit diesen Ödländern anlegen. Tür, natürlich. So, da bin ich wieder. Ich bete, dass wir beim Erklimmen dieses Ungetüms nicht auf zu viele von denen treffen werden. Es scheint eine Maschine zu sein. Die Giganten haben Strom in einem so großen Maßstab gehandhabt. Und es ist ein bisschen kühl in seiner Nähe. Es erinnert uns an die Burg der verlorenen Sande. Nun, wie auch immer, es kann so groß und kalt sein, wie es will. Wir werden raufklettern. So ein schlichter Verstand. Mama, Mama. Dann lasst uns hineingehen. Wartet. Was ist? Leute, wir sind umzingelt. Uh-oh. Miep? Was so? Wann? Wir sollten uns zurückziehen. Es gibt keinen Ausweg. Sie haben uns komplett eingekesselt. Ihr alle, es gibt keine Wahl. Wir kämpfen als Einheit. Gut gesprochen, mein Ritter. Ich werde euch auch helfen. Well, rip me oder so ähnlich. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Nein, 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 nein. Das finde ich nicht gut. Das finde ich so überhaupt nicht gut, ey. Wo wir halt von Ressourcenfressern und so gesprochen haben, ne? Das ist einfach überhaupt nicht gut. Wie das Cabo von Feind. Auch schön. Nicht super, super hilfreich jetzt gerade in diesem Moment, aber grundsätzlich. Sache ist, wenn ich das machen würde, kommt Wie in der nächsten Runde nicht dran. Mache ich das, kommen Leif und Wie nächste Runde nicht dran. Machen wir es anders. Ich gebe Wie die Runde, dann ist zumindest der Kerl schon mal weg. Einer von dreien. Yay. Dann den da rausholen. Den Börsenpuben.
mal gucken, ob wir den eben schnell klein kriegen. Jawohl, ja. Okay. Au. Nicht super, super schlimm, aber hätte ich mir gerne erspart. Zweifle, dass es funktioniert. Ich bezweifle richtig. Gut, aber so, dass ich, also ich glaube, das überleben wir gerade so. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Ja, obwohl doch, Maki wird jetzt den letzten Schlag machen. Go, Maki! Woo! Easy! Noch einen Kampf davon gewinne ich nicht, aber easy! Dass die anderen zurückgeblieben sind. Das war knapp. Überhaupt nicht. Puh. Ja, ihr habt das großartig gemacht. Die Luft ist rein. Nun, natürlich, ihr wart dabei. Lasst uns weitermachen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die anderen dazu bringen, rüberzukommen. Wir hatten Glück, dass wir Hilfe hatten. Die Ödländer mussten auch den Wespenkönig aufhalten. Das ist unsere Chance, ihn einzuholen. Jesus. Erstmal mich heilen gehen, ey. Nein, 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 nein. Also, ich bin sehr froh, wenn wir hier fertig sind. Dann gibt es nur noch minimal was, was wir im Postgame zeigen, und dann ist Bug Fables erledigt. Aber damit meine ich jetzt, also mit froh, bin ich, meine ich tatsächlich jetzt gerade nur diesen ganzen Krams hier, das ist ja furchtbar. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, jetzt können wir nochmal speichern. Jetzt, wo ich geheilt bin und ein bisschen glücklicher. Achso. Oh, wow. Das ist ein Stecker. Seth, kämme meinen Pflaumen. Ich muss schneidig aussehen, wenn wir diesen Tyrann zur Strecke bringen. Bist du, nervös? Nein, es wird schon gut gehen, es wird alles gut. Das wird es, ich verspreche es. Wir werden dich beschützen. Wir brauchen das nicht, ernsthaft. Wir werden es trotzdem tun. Was hast du dazu zu sagen? Ma, ma, ma. Ja, macht Sinn. So eine massive Maschine, zumindest für uns. Die Riesen sollten unglaublich groß gewesen sein, also waren die Maschinen wohl normal groß für sie. Wie konnten sie mit solch einer großen Kraft umgehen? Was brachte sie zum Verschwinden? Und in dem Zustand, in dem dieser Ort ist, wie konnte das auf so schreckliche Weise passieren? Wir müssen voranschreiten. Wir können den Sprössling nicht an den Wespenkönig verlieren. Das Ding zu erklimmen wird allerdings eine monumentale Aufgabe sein. Auf geht's, ab in den Kühlschrank, nehme ich an. Oder Kühltruhe, aber also der Kühlschrank. Banana. Banana. Okay. Wo genau will ich gerade damit hin? Nehmen wir mal an, nach da oben. Aber reicht das dann nicht, wenn ich hier eine kleine Plattform habe, um da hoch zu gehen? Okay, ist mir nicht erlaubt. Okay. Aber da drauf. Und da komme ich so nicht drauf.
Das Problem für mich gerade ist, ich muss jetzt das Rätsel erstmal verstehen. Okay. Wenn ich das gut time, müsste ich dann nicht da drauf landen können und würde ich damit nicht das Rätsel kaputt machen, in gewisser Weise? Aber wen interessiert's, ne? Rätsel und so. Pff. Rätsel, Schmätzel. Ich habe halt wirklich nicht ganz, wirklich, also wirklich überhaupt nicht verstanden, was ich da gerade treibe, aber ist ja egal, ne? Wenn es funktioniert, funktioniert's. Insofern. Keine Ahnung, was ich da gerade treibe, aber wird schon sinnvoll sein? Fragezeichen? Achso, wir wollen den da haben. Okay. Das verstehe ich zumindest grob. Ah, komm ich schlau, komm ich frei. Komm allerdings an dem Maisblock gerade nicht dran vorbei. Geh doch mal ein Stückchen weiter. Danke sehr. Fuck. Komm an. So. Na, Moment. Nich. Nagel, Nirgel, Nich. So, jetzt aber. Steh ich wieder kacke. Nja. So. Yeah. Und jetzt müssten wir mit der Power von V. Was soll man sagen? V ist irgendwie echt MVP, ne? Macht am meisten im Kampf. Dadurch, dass wir mit V fliegen können, sind die meisten Sprungrätsel komplett irrelevant. Außer hier so ein bisschen, ne? Aber. Das ist schon cool so. Wortwörtlich. Oh mein Gott. Ich muss da drauf. Ich habe keine Ahnung, wofür das Ding da ist. Achso, ich kann aber logischerweise daraus Eis machen. Ja, macht Sinn. Wenn die ihr Höhepunkt erreicht hat, kommen wir so rüber. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber es, ne, wie gesagt, funktioniert. Und wenn es funktioniert, kann es nicht komplett falsch sein. Wo mir das alles sehr merkwürdig rüberkommt mit dem Liftfahren, ja. Wo ist denn dann hier ein Item drin? Oh man.
habe hier nicht ein Item drin gesehen. Ich fühle mich ein bisschen... minimal verärgert. Kein Item drin, kein Item drin. Im Wasser wird ja wohl... Also, beziehungsweise im Eisblock, da wird ja wohl nichts drin. Ah, nein, ey. Gut, whatever. Ist da was? Komme ich da hin? Nein. Ist da? Nein. Ich hasse es. Jetzt werde ich eiskalt überall wieder runterspringen. Auf der Suche nach unserem Mystery-Item hier. Das ist super. Ich hasse es. Ganz toll. Da war's. Prima. Beim nächsten Mal, Leute. Jetzt kann ich genauso gut einmal komplett rausgehen. Beim nächsten Mal, Leute, erklimmen wir den super tollen Kühlschrank tatsächlich. Beziehungsweise ich treffe euch einfach am Lift. Und dann geht's weiter hier im Ödland. Ich hoffe, ihr seid gespannt, was sich hier noch so tut. Ich bin es. Wahrscheinlich werden wir Ende dieser Woche dann halt tatsächlich Bugfable zumindest rein storytechnisch beenden. Und dann wird's Zeit für was Neues. Mehr oder minder. Mal sehen. Postgame kommt ja auch noch ein bisschen was. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal werden Kabu, Leif und Vi versuchen, das Artefakt für ihre Königin zu sammeln. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, bei mir sind die Artefakte klar offensichtlich. Ihr könnt das Ganze hier liken, kommentieren und meinen Kanal abonnieren, damit ihr auf keinen Fall wieder etwas verpasst.